Halloli und herzlich willkommen. Heute gibt es ganz leckere Pasta mit grünem Spargel, Kochschinken, noch so ein paar Cocktailtomaten mit dran und einer ganz leckeren hellen Soße. Ich werde heute 4 Portionen zubereiten, dafür nehme ich pro Portion immer 80 Gramm von diesen kurzen Macaroni-Nudeln. Dann habe ich 250 Gramm vom grünen Spargel, sehr dünn, das ist immer sehr gut. Und dann nehme ich 200 Gramm richtig schönen Kochschinken vom Fleischer. Einige Cocktailtomaten habe ich hier noch. Dann brauche ich für die Soße natürlich Eier, Zitrone, ein bisschen Zucker, ein bisschen Weißwein und ganz viel Butter. Als allererstes setze ich jetzt mal das Nudelwasser auf. Da kommt noch ordentlich ein Schüppchen Salz ran. Ja, 1,5. Und Deckel drauf. Den Spargel werde ich mir jetzt als erstes schneiden. Dann nehme ich immer so ein kleines Bündelchen, lege mir das hier zurecht. Und dann nehme ich als Maß so eine Nudel. Ja, das hast du ungefähr die gleiche Größe hat. Ich mache das nur nicht auf einen Millimeter genau. Ich will es hier nochmal so zeigen. Ich habe mir jetzt hier 8 Stangen Spargel übergelassen. Die sind ein bisschen länger. Die lege ich jetzt auch einfach mal dazu. Die Maßnudel kann erstmal beiseite. Und dann schneide ich mir als nächstes die kleinen Cocktailtomaten. Ja, die werden einfach nur halbiert. Die werden nachher dann mitgebraten. Und wenn dann die Tomaten auch fertig sind, kümmere ich mich noch um den Kochschinken. Ja, den schneide ich jetzt auch. Jetzt will ich die erstmal alles hier alle übereinander, die Scheiben. Das macht sich einfacher. Und dann schneide ich die erstmal so in lange Streifen. Und dann nehme ich auch wieder ungefähr die Nudel als Maß. Ja, ich werde das hier noch ein bisschen dünner schneiden. Das sieht mir ein bisschen sehr breit aus, ein bisschen sehr großzügig heute. Und wenn der Schinken dann auch geschnitten ist, dann stelle ich das jetzt erstmal zusammen mit den kleinen Tomaten und dem Spargel beiseite. Und als erstes trenne ich mir hier die Eichen. Das Eiweiß nicht wegmachen. Da kann man immer was Schönes draus machen. Die Eichen stelle ich dann auch erstmal beiseite. Und mache dann mit den Zitronen weiter. Hoppala. Als erstes reibe ich mir die Schale ab. Die habe ich vorher nochmal heiß abgewaschen. So, das sind jetzt hier von 1,5 Zitronen der Abrieb. Das reicht mir jetzt. Und dann nehme ich mir noch den Saft von 1,5 Zitronen. Und stelle das auch erstmal beiseite. Dann kann es jetzt mit der Soße losgehen. Als erstes gebe ich mal hier das Eigelb rein. Dann kommt der Zitronensaft dazu. Der Wein, das sind jetzt hier so 6-8 Esslöffel. Vom Wein, der Zucker und zum Schluss noch der Zitronenabrieb. Und das Ganze jetzt erstmal schön cremig schlagen. So, und wenn das Ganze dann so schön feinschaumig, leicht cremig ist, dann stelle ich jetzt erst die Flamme auf ganz klein und rühre immer weiter. Wenn das dann so eine gewisse Temperatur hat, merkt man auch, wie das dann so anzieht. Ja, und das schön gleichmäßig bleibt. Ich stelle dann mal für einen kurzen Moment aus und noch mal kurz nach. Ja, der Boden vom Topf ist ja noch relativ heiß. Und das soll mir jetzt auf gar keinen Fall zu fest werden. Und dann gebe ich so nach und nach die Butter damit zu. Ja, die war bis eben noch im Kühlschrank, die ist also wirklich eisekalt. Die schön immer einrühren. Jetzt habe ich die Butter komplett eingerührt. Und jetzt stelle ich nochmal die Flamme auf ganz klein und lasse es nochmal gut warm werden. Und immer rühren, ganz, ganz wichtig, immer rühren. Das soll auch auf gar keinen Fall jetzt nochmal kochen. So, jetzt hat es wieder eine gute Temperatur. Jetzt schalte ich hier mal aus und gebe jetzt hier nochmal ein klein wenig Pfeffer dazu. Das ist allerdings optional. Wer das nicht so gerne mag, soll es einfach weglassen. Aber Salz ist nochmal ziemlich wichtig. Und nochmal schön durchrühren. So, die Soße ist jetzt noch relativ dick, aber das soll so sein. Da kommt nachher noch Nudelwasser mit dran. Die stelle ich dann erstmal zur Seite. Das Nudelwasser kocht jetzt auch und dann können die Nudeln rein. Einmal kurz durchrühren und warten, bis es anfängt zu köcheln und dann auf kleine Flamme stellen. Die sollen jetzt hier 7 Minuten brauchen. Solange die Nudeln jetzt kochen, werde ich mir jetzt den Spargel und den Schinken vorbereiten. Dazu gebe ich erstmal einen kleinen Schuss
Rapsöl in die Pfanne und ein Stückchen Butter dazu. Und das kann sie jetzt schön heiß werden lassen. Ja, ich verrühre das dann hier so ein bisschen, dass ich das Öl und die Butter so ein bisschen vermischen. Und wenn das dann so ein bisschen brutzelt, dann gebe ich auch als erstes schon mal den Spargel damit zu. Meine kleinen Stangen, die ich hier etwas länger gelassen habe, die lege ich mir hier so ein bisschen separat. Und das andere mische ich hier schon mal einmal schön durch. Und sobald dann das Ganze so ein bisschen hier am Brutzeln ist und die längeren Stangen Spargel überall ringsum so ein bisschen was vom Fett abbekommen haben, dass sie so einen schönen Glanz haben, dann nehme ich die hier auch schon wieder raus und stelle sie erstmal zur Seite. Das ist nachher nur so ein bisschen für die Deko gedacht. Und dann kann da auch langsam schon der Schinken erstmal mit zu. Und alles wieder schön durchmischen. Und wenn das dann alles einmal schön heiß geworden ist, dann gebe ich noch die Tomaten damit zu. Ich werde jetzt auch gleich noch ein bisschen salzen. Ja, mit Salz ein bisschen vorsichtig sein. Kommt immer darauf an, wie salzig der Kochschinken ist. Die Nudeln sind jetzt fertig. Die werde ich jetzt abgießen. Aber vorher werde ich jetzt hier erstmal noch eine Kelle vom Nudelwasser mit zur Soße geben. Ja, ich rühre die noch mal kurz durch. Mal sehen, ob es noch ein bisschen mehr sein müsste. Nee, das war jetzt hier die optimale Menge. Also eine Schöpfkelle vom Nudelwasser noch in die Soße geben, bevor man es abgießt. So, die Nudeln habe ich schon mal abgegossen. Die sind soweit fertig. Ja, die können ruhig noch ein bisschen Restfeuchtigkeit haben. Das macht gar nichts. Und da das heute eine große Portion ist, mache ich das alles hier weiter in den großen Topf. Da kommt jetzt der Spargel, der Schinken und die Tomaten mit zu. Ja, das Ganze dann einmal schön durchheben. Und dann kommt die Soße damit zu. Ja, ich lasse mir da noch ein klein wenig übrig. Das nehme ich nachher zum Anrichten. Und alles nochmal schön durchrühren. Und dann kann angerichtet werden. Ich muss heute doch ein bisschen kleinere Portionen machen. Es haben sich jetzt noch zwei Gäste schnell angesagt. Das heißt, das muss heute für 6 Leute reichen. Aber das sieht mir schon so aus, als wenn das klappt. So werde ich das jetzt an den Tisch bringen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder vielleicht auch einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!